Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von ASA. Ich habe mir hier etwas gebaut und zwar eine Truthahnfalle. Jetzt muss ich allerdings diesen einen Truthahn hier erstmal wieder loswerden. Und zwar diese Truthahnfalle, die habe ich mir jetzt nicht selber ausgedacht, die habe ich nach einem Vorbild von Nublitz gebaut. Der bekämpft so allerdings dann, der hat auch ein überragendes Schwert, der bekämpft die dann so persönlich, per Hand. Ihr wisst, ich bin Nahkampffaul oder persönlich kampffaul, könnte man sagen. Ich versuche immer alles irgendwie durch Tiere machen zu lassen. Und auch das versuche ich jetzt hier von einem meiner Tiere machen zu lassen. Das an sich Gute, aber auch ein bisschen Schlechte ist, ich weiß jetzt nicht, heilen die sich denn schnell hoch? Keine Ahnung. Wie gesagt, das Gute und Schlechte ist, dass ich, da kommt schon wieder der Nächste, der es wissen will, dass sich hier jetzt zwei befinden. An sich ist es natürlich toll. Zwei geben natürlich doppelt so viele Wishbones. Andererseits heißt es natürlich auch, dass ich sie auch mit zwei zu tun habe. Och man, könnt ihr euch mal irgendwie alle raushalten? Das ist ja immer, wenn man so einen Truthahn angreift, da kommen ja immer alle anderen Tiere. Und hier sind einfach immer so viele Triceratops in der Gegend. Ja, du bist auch schön, aber weg. So. Immerhin scheinen wir den anderen Truthahn einigermaßen weit weggelockt zu haben. So. Ich mache das jetzt persönlich. Man sieht an denen wohl wirklich nur an den Federn. Die werden irgendwann so ein bisschen löchrig, sage ich jetzt mal dazu. Daran sieht man, wenn die kurz vorm Kaputtgehen sind. Der hatte, wie gesagt, das Ganze, der stand da oben auf der Schräge, deswegen, dafür ist die da, dass man halt da oben steht und wenn andere Truthähne oder andere kleine Tiere kommen, dann können die dir nichts. Du stehst da oben mit dem Schwert und hackst auf den einen und der kann dich aber selber auch nicht erreichen. Der hat nicht viele Schläge gebraucht, da waren die dann tot. Ob unser Wolf hier so wahnsinnig gut ist, das weiß ich nicht. Also, ich habe das ja, wie ihr seht, immer noch aus, dass man sieht, wie viel Schaden man macht. Ich weiß auch nicht, ob man die hier zum Beispiel so mit Kopftreffern treffen kann. Das könnten wir natürlich versuchen, indem wir mal versuchen, das vordere Ende zu erwischen. Das könnte jetzt also tatsächlich eine ganze Weile dauern. Die werden nicht so richtig blutig. Wie gesagt, die Federn, vor allem hinten an diesem Kranz, sieht man das dann irgendwie so am oberen Rand. Da entsteht dann irgendwann sowas wie ein Loch, sag ich jetzt mal. Und dann ist er halt so gut wie tot. Und ja, ich will wenigstens einen einzigen Wishbone, um mir ein einziges Chibi zu machen. Wenn das jetzt hier nicht 200 Jahre dauert, aber das sieht ein bisschen so aus, dann würde ich mir vielleicht auch, wenn ich ihn wiederfinde, den zweiten hier auch noch reinlocken. Ich glaube, einer gibt so 2 bis 3 oder vielleicht, keine Ahnung, ich sage jetzt einfach mal 1 bis 5 Wishbones. Die meisten haben so 2 oder 3 dabei. Das heißt, wir könnten, wenn wir, ich glaube, 5 Stück bräuchte man, da hinten sehe ich den anderen rumwackeln. 5 Stück bräuchte man, wenn man sich dann in der Werkbank gleich die bessere Chibi-Variante, was heißt besser, also der ist ja auch nicht, kann ja auch nichts anderes. Die sind dann nur, die Wahrscheinlichkeit ist nur höher, dass man irgendwie einen seltenen erwischt. Ich glaube, diese ganzen Tröge und so, die Skins dafür, die kriegen wir wahrscheinlich diesmal nicht. Das müssen wir dann halt in einem Jahr, da wird es ja ASA immer noch geben, da werden wir das dann halt nochmal versuchen. Ich kann auch versuchen, den zu beschießen. Meine Armbrust ist wirklich ziemlich gut. Ich hätte jetzt nämlich erst überlegt, ich zähle mir vielleicht einen Karno, weil der das eventuell schaffen könnte. Ja, vielleicht aber auch nicht. Ne? Also, den zähle ich mir hier umständlich ein und dann wird er trotzdem getötet von dem. Und wie sieht denn das hier aus der nahen Perspektive aus? Ist hier irgendwie ein bisschen... Ups, das tut mir leid, es war überhaupt gar nicht beabsichtigt. Ja, ich schalte dazu, wenn ich ihn getötet habe. ich bin dazu übergegangen, es mit der Armbrust zu machen. Da ich auf dem Wolf sitze, sehe ich, dass er jetzt auf jeden Fall schon mal die Hälfte seines Lebens verloren hat. Mega nice. Der andere ist allerdings auch schon wieder da gewesen. Jetzt sieht man es auch an seinen Federn. Die sehen jetzt deutlich zerfetzter aus. Das ist natürlich schön, dass das auch bei denen angezeigt wird mit dem Kreuz, wenn der so langsam kaputt geht. Ich bin halt nicht sicher, ob die sich so irgendwann wieder regenerieren, wenn ich jetzt zum Beispiel zu lange nicht auf den schieße. Na, kann ja sein. Ja, das war kein Treffer. Zappel mal hier nicht so rum. Naja, so wird das nichts. Dann muss ich das halt weiterhin so machen.
Naja, kommt nur alle her. Ich habe wirklich den Eindruck, mit der Armbrust mache ich mehr Schaden. Das ging relativ zügig. Ich meine, ich hatte 100 Pfeile. Jetzt seht ihr ja, ach nee, ich hatte mehr als 100. Oh Mann, nicht schon wieder. Hau ab, ey. Ihr Drecksviecher. Gibt's doch nicht spotten. Na, und jetzt ist ja auch der andere Truthahn wieder da. Ach Mann, ich will doch nur einen einzigen dummen Truthahn töten. Bis sonst wohin muss man die hier verfolgen. Oder weglocken. Das nervt. Es wird doch wohl irgendwie im Bereich des Möglichen sein, dass man mal hier kurz in Ruhe gelassen wird. Der kommt hier bestimmt auch rauf. Sicher. Das ist ätzend so. Geh weg. Geh doch bitte einfach mal weg. So, kommt sie hier etwa auch rauf, blödes Vieh. Weg ist er. Okay. Also treffe ich den ja nicht. Doch, ab und zu mal. Ja, ist aber wirklich eher Glückssache. Der muss einfach mal weg. Aber der geht halt einfach nicht weg. Das ist jetzt das dritte Mal, dass ich den bis sonst wohin locke. Der geht nicht weg. Der kommt ständig wieder zurück. Noch einer. Also wir sehen aber immerhin, die kippt echt super. Und da hinten ist noch einer. Gut, vielleicht ist es ja auch gar nicht immer der gleiche. Kann ja auch sein, dass es immer ein anderer ist. Aber ich glaube eigentlich nicht. Da kommt da schon wieder das blöde Vieh. Lass mich in Ruhe. Geh weg. Such dir irgendeinen anderen. Mann, Mann, Mann. Wie kann man nur so anhänglich immer sein? Schrecklich. Wieder ein bisschen schießen. Ja, wenn er so rumwackelt, hat das keinen Sinn. Wackelt's doch schon wieder so rum. Jetzt hör doch mal auf damit. Ich habe keine Ahnung, ob Kopftreffer irgendwie bei denen zählen oder so. Ja, aber die Armbrust macht definitiv mehr Schaden. Da kommt gleich der Dilo. Ja, jetzt haben wir ihn ja gleich. Hi! Jawoll. War der zunehmend röter? Jawoll! Juhu! Hau ab, hau ab, hau ab, hau ab, hau ab. Meins, alles meins. Alle gehen weg. Das ist meiner. 4! Cool! Keine Ahnung, kriegt man sonst noch was aus dir? Stinker normales Fleisch. Ja, das ist doch super. Dann holen wir uns doch einfach einen noch von den anderen. Der sappelt ja hier sowieso die ganze Zeit rum. Dann kann ich euch gleich nochmal zeigen, wie ich den da reingelockt habe. Hi. So, ich habe es aber allerdings persönlich gemacht. So, mal gucken, ob der sich davon auch... Oder ob der jetzt zu mir will. Wo ist er? Da ist er. Ja, da kommt auch gleich schon wieder so ein Pego Mastax-Vieh. Nee, jetzt werde ich hier... Wow, einer in Rot. Wo kam der jetzt zum Beispiel her, ne? Dann haben wir wieder zwei an der Stelle. Also irgendwie gibt es die ein bisschen zu häufig für meinen Geschmack. Hat der überhaupt nicht die Gelegenheit, mal irgendwie in Ruhe irgendeinen davon einzusperren? Geht ja nicht. Ständig wird man hier von denen gedisst. Ne, es sind ja schon wieder zwei. Ihr sollt alleine sein, bitte. Seid doch bitte mal alleine. Kugel, Kugel. Kann man euch mal irgendwie vereinzeln? Wahrscheinlich nicht. Drei! Jetzt sind es schon drei. Es gibt's doch nicht. Ja, vielleicht ist es besser, ich stelle die Falle einfach irgendwo anders auf oder so. Weil das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu lästig. Na, ich habe ihn jedenfalls aggro gemacht. Ich bin da durch die Tür. Der ist mit mir durch die Tür. Die attackieren nicht so schnell. Also die lassen sich ziemlich viel Zeit dazwischen. Immer so
1 bis 3 Sekunden oder irgendwie sowas. In der Zeit habe ich die Tür zugemacht und bin außen über den Zaun wieder davon gesprungen. So, ich glaube, deren Aggro scheinen wir verloren zu haben. Jetzt ist der andere, der rote, da hinten verhältnismäßig einsam. Vielleicht kriegen wir es ja doch nochmal hin. So, ich habe den auch selber angeschossen. Ne? Der sollte ja auch auf mich aggro sein. Vor allem, wir brauchen den von der Seite, wo die Tür ist. So, dann nehmen wir mal hier die 5. Gucken wir mal, ob wir den hier nochmal irgendwie erwischen. Wo ist er hin? Da bist du doch. Natürlich. Hallo. Hobel, hobel. Hobel, hobel, hobel. Ja. Sie könnt auch ein Schild nehmen, dann kriegt ihr natürlich keinen Schaden. Wartet ihr, bis der hier drin ist, macht die Tür zu und versucht dann hier irgendwie rauszuspringen. Das ist nicht immer so einfach, wie ihr seht. Ja, und dann kann es losgehen. In dem Fall, ich werde einfach wieder drauf schießen. Das ging besser, das ging viel, viel schneller. Cool, sehr schön. Das mache ich jetzt aber auch nicht den ganzen Tag. Also den hier machen vielleicht noch. Und dann, hoppala, das war nix. Genau, machen wir uns ein Chibi. Vielleicht gleich irgendwie sowas wie ein besonderes Chibi. Es gibt tatsächlich auch den Truthahn als Chibi. Und dann machen wir irgendwas anderes. Vielleicht gucken wir nochmal nach dem Ichti oder so. Und diesmal sind wir bisher noch gar nicht belästigt worden von irgendwas oder irgendwem. Und da haben wir es auch schon geschafft. Das ist super. Vielleicht kriegen wir ja, da ist ein Kompi, okay. Vielleicht kriegen wir sogar noch ein paar von unseren Pfeilen wieder. Hi. Ruppel, ruppel. Machen wir dich mal auf. 5. Cool. Okay. Das hat gut funktioniert. Vielen Dank, Nublitz. Gute Idee, vielleicht machen wir uns irgendwann später noch mehr, aber jetzt nicht. Wir gehen hier wieder rüber. Also theoretisch, wie gesagt, das Event ist ja momentan eine Mod, die man sich runterladen kann. Sie hatten jetzt gesagt, auf offiziellen Servern läuft die bis zum 18. Dezember. Der ist, weiß ich nicht, für euch, wenn ihr das seht, mit Sicherheit schon längst vorbei. Für mich aber noch nicht. Für mich ist jetzt der 15. Ich werde die am 18., also wenn die dann nicht weg sein sollte, kann ja sein, dass sie die Mod dann wieder rausnehmen, das weiß ich nicht. Aber falls sie das dann nicht gemacht haben, dann werde ich die wieder runternehmen, weil ich brauche hier nicht so Dauerbespaßung durch irgendwelche Mods. Also zumal, wie gesagt, von diesem hier habe ich ja ehrlich gesagt kaum was. Ne? Das ist ja, das soll mal irgendwas rausnehmen. So, was könnten wir uns denn machen? Brauchen wir denn hierfür nochmal? Das waren 35, nee. Also ich will mir auf jeden Fall so einen machen. Und dann haben wir auch schon nicht mehr viel, wa? Könnten uns noch so einen und so 2 davon machen. Genau, das reicht. Was hätten die Pullover gekostet? Oh, die haben auch nur 5 gekostet. Naja, vielleicht mache ich mir später irgendwie nochmal einen oder so. Der sieht ja eigentlich ganz niedlich aus. So. Ach, gucke. Wir haben einen Chibi Rex, einen Chibi Fiomia und einen Chibi Kairoku. Das kann ich mir aber auch schön vorstellen. Es gibt ja inzwischen auch dieses... Was, wir hatten ja noch was gemacht. Ah, okay, lila. na, was wollte ich sagen? Also hier, die sind jetzt hier gelandet. Das war übrigens auch das mit der Farbe. Das Iguano stellt keine Farbe her. Der Pegomastax hat uns beklaut, hat uns Farbe geklaut. Der Iguanodon hat den Pegomastax getötet und die Farbe wieder eingesammelt. Tata, so kam das zustande. Was es aber auch gibt, es gibt hier dieses Chibi Display, heißt es, glaube ich. Da kann man im Prinzip, das hier, da kann man im Prinzip einfach alle Chibis drin sammeln. Also 80 Holz haben wir ja auf jeden Fall. Und dann gucken wir mal, 4 Metal Ingots und 10 Cementing Paste. Die habe ich mit Sicherheit oben im Fabricator. Dann gucken wir uns das doch da auch einfach mal an. Vielleicht habe ich die sogar hier drin. Nö, hier nicht. Aber hier bestimmt. Jawohl. Also brauchen wir nur ein kleines bisschen hiervon und ein kleines bisschen davon. Zack, 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 zack. Dann machen wir uns dieses Chibi-Display.
packen den anderen Kram wieder zurück. Zack, zack. Cool. Das stelle ich mir natürlich ins Haus, vielleicht oben irgendwie hin. Und dann, also da stand zumindest, ich habe das nur bei Syntag gesehen, da stand kein Limit, weder an Menge noch an Gewicht. Vielleicht gibt es trotzdem eins, aber es war zumindest keins irgendwo angegeben. Wie groß ist das Teil? Geht so. Machen wir mal dieses Snapping aus hier. Und stellen dich mal irgendwie so hier so hin. Also jetzt kann man hier seine Chibis reintun. Cosmetics, momentan haben wir sie ja hier. Wir können sie uns hier natürlich auch angucken, ne? So, das hier ist zum Beispiel in rosa. Rosa und grau. Wie ihr seht, der bewegt sich auch so ein bisschen. Chibi Kairoku steht auch da. Cool. Okay, dann hätten wir das Fiomia. In grün. Eieiei. Und dann haben wir jetzt noch den hier. Das ist sozusagen unser Special. Tja. Schwer ist nett. Was wollen wir nehmen? Also was will ich nehmen? Ich persönlich? Ich nehme das Kairuku oder so. Cosmetics. Ich mache mir auf You und dann... Wo war denn das? Wo hatte man das denn? Das konnte man doch selber aber auch irgendwo ausrüsten, oder? Wir machen den hier mal kurz aus. Du kannst ja da bleiben. Hier nochmal in mein Inventar. Cosmetics. Ich mache mal einen Doppelklick. Ah, da unten ist er jetzt. Okay. Private. Wird das so geschrieben? Also privat, ja, aber ich meine den Pinguin Kowalski habe ich ja schon. Okay, cool. Den hätten wir jetzt also auch. Das heißt, immer wenn ich jetzt mal irgendwelche Alphas töte, dann sammelt der halt Erfahrungspunkte. Es macht absolut Sinn. Also ihr könnt natürlich so viele Chibis leveln, wie ihr wollt. Aber es zählt halt nur einmal, sage ich mal. Ne? Also wenn ihr irgendein Chibi von Level 1, was sie ja unten immer haben, auf Level 2 levelt, kriegt ihr ein Level dazu. Wenn ihr dann das auswechselt und nochmal eins von 1 auf 2 levelt, dann kriegt ihr nicht nochmal eins dazu. Sondern ihr kriegt das einmal dazu. Wenn ihr eins von 2 auf 3 levelt, kriegt ihr ein weiteres Level und so weiter. Und damit ihr nicht 100 Mal von vorne anfangt, macht es absolut Sinn, mal ein Chibi durchzuleveln. Und dann kann man sich ja immer noch das raussuchen, was einem am besten gefällt. Okay, oh, wir haben 140er Dodo getötet. Ach, naja, ist halt so. Ich wollte noch mal gucken, habe ich hier noch grüne Kibbel? Nein, aber ich könnte ja mal wieder welche machen. Und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwie einen Ichthyosaurier finden. So, ich bin im Wasser gelandet inzwischen. Ich werde allerdings auch schon wieder verfolgt. Ich habe gerade direkt hier vor meiner Base einen Basilosaurier. Das ist natürlich auch ziemlich cool. Der war allerdings nur Level 10. Natürlich auch von jeder Menge Mantas verfolgt, aber auch von einem Ichthy. Das wusste ich nicht. War das schon immer so, dass Ichthyosaurier auch Mantas, Basilos verfolgt haben? Der war allerdings auch nur Level 50. Wir hatten ja gesagt 100 oder mehr. Ich habe mal geguckt, also 5 grüne Kibbel konnte ich machen. Ein 150er würde wohl 3 Kibbel brauchen, mit meinen Einstellungen. Ne? Ich habe ja jetzt das Singleplay aus, aber zähmen auf zweifach. Und momentan muss ich sagen, ist es hier ganz schön dode Hose. Was ist das da unten? Ah, ein Basilo. Auch ein Basilo. Kommen mal schön hier alle hoch. Basilo wollen wir irgendwann auch haben. Was ist das? Auch noch? Nee, das ist eine Pflanze. Okay, ja. Ich werde hier mal so meine Runden drehen und mal gucken, ob und wie und wo wir hier... Was ist das? Achso, ich dachte gerade, da schwimmt irgendwas ganz Merkwürdiges, Totes. Bist du ein Anglerfisch? Nee, du bist ein Manta. Die leuchten ja jetzt auch ab und zu. Das sieht ein bisschen strange aus hier. Das ist Gras. Da war vielleicht früher mal das Land oder so. Haben sie nicht weggemacht. Ah, was bist du? Vor allem, wo bist du? Was, 7? Da kann er ja nur entweder noch von ganz vom Anfang sein. Und da seht ihr, dass ich seitdem keinen Dino-Wipe gemacht habe. Also entweder ganz, ganz vom Anfang. Oder ist ein Mutierter der Erwachsenen. Nee, obwohl ich dies... Ich glaube, also Meerestiere haben gar keine Jungtiere, ne? Ist natürlich irgendwie ein bisschen schade. Aber wer weiß, vielleicht kommt das ja alles irgendwann nochmal. Okay, habe einen gefunden. Der hier ist 130.
Vielleicht können wir den ja irgendwie ein bisschen weiter ans Ufer locken. Die folgen einem ja immer erstmal eine Weile. Und ich hatte den Eindruck, also ich habe in der ganzen Zeit, in der ich jetzt die Asa spiele, nicht wieder gesehen, dass die gestrandet wären. Bist du das? Bitte, 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 bitte. 45%. Das ist doch cool. Oh, du bist ja auch einer. 70. Naja, nee. Nee, nee. Ist okay. Ja, jetzt müssen wir den sozusagen nur im Auge behalten. Und vielleicht sollte ich in dieser Zeit tatsächlich auch mal den hier aufsetzen. Wir haben die Kauler ja dabei. Wobei, die schwimmt schneller als ich. Vielleicht sollte ich aber auch auf Kauler bleiben. Wo bist du? Mädchen, komm mal her da. Ja, ja, komm mal her. Offenbar kannst du das nicht ohne mich. Dann ist okay. Aber cool, der wird uns jetzt gleich angezeigt. Oder nur, weil wir ihn bereits zähmen. Ich weiß es nicht. Jetzt will er aber weg. Ich weiß auch nicht, wie schnell der dann wieder will. Manchmal geht das schnell bei einigen. Also bei der Spinne, da ging das richtig schnell. Mal gucken, willst du vielleicht schon wieder? Ich habe mir extra Flipper angezogen. Bleib mal kurz stehen. Nee, willst du noch nicht wieder. Ja, die interessieren sich leider immer nur einmal am Anfang kurz für euch. Dann leider nicht mehr. Nicht wegschwimmen. Ach, vor allem, ich brauche... Aber warum kann die denn einfach nicht richtig folgen? Was ist mit dir los? Wo ist das Vieh? Da oben. Kann man das denn nicht auch so sehen? Nee, ne, kann man nicht. Wo ist er? Mal. Ich krieg die nicht. Da ist immer mal Wait until it's hungry again. Okay, nee. Noch ist es nicht so weit. Ja, ja. Das ist leider nach wie vor immer noch was... Ach, das würde das Leben so viel einfacher machen, wenn man mal den Timer sehen könnte dafür. Ja, komm mal wieder hoch. Da unten, das ist uns nix, ne? Das ist uns nix. Das finden wir nicht so schön. Ja, jetzt haben wir sie gefüttert. Okay, jetzt müsste es aber auch schneller gehen. Aber dann setze ich mir dann doch mal den hier wieder auf. Das Blöde ist, Kaula, die sind sehr viel schneller. Also entweder ist man selber mit Flossen sehr viel langsamer geworden oder die sind sehr viel schneller geworden. Ich komme ja kaum mehr hinterher. Früher war das kein Thema. Ja! Except. Was auch immer. Du kriegst jetzt erstmal deinen Sattel. Denn ich habe dir nämlich extra einen mitgebracht. Ist das nicht toll? So, weil wir gesehen haben, dass Kaula im Folgen nicht so gut ist, machen wir das eben selber. So, okay. Unsere Base ist da drüben. Ja, einer reicht uns. Ich habe jetzt... Wir können natürlich auch mal gucken, was die anderen so alle haben, aber nee. Also mir reicht einer. Ich hatte jetzt nicht vor, die irgendwie zu züchten. Level 10 sowieso nicht. Hatte jetzt nicht vor, die zu züchten. Ich will mal gucken, ob der mitkommt. Ja, okay, kommt er. Aber unser Scuba ziehe ich wieder aus, weil das brauche ich ja auf der hier nicht. Wir sind jetzt, wo sind wir? Hier drüben an dieser langen Langzunde. Ich war auch da drin, weil ich dachte, ah, das wäre es total easy peasy. Weil da können sie zwar hin und her, aber nicht wirklich abtauchen, weil das so flach ist. Aber da war leider gar keiner drin. Da waren allerdings zwei Haie drin, wobei ich arg bezweifeln möchte, dass man die da wieder rausgeschwommen bekommt, wenn man sie da drin erstmal gezähmt hat. Denn die waren... Also das war so flach, als ich da reingeschwommen bin, dass ich schon dachte, dass ich mit dem da nicht reinkomme. In der Außenperspektive sah es da nicht ganz so eng aus, aber in der Ego-Perspektive hier, in dieser Perspektive, sah es extrem eng aus. So, du sollst auf jeden Fall passiv sein. Sollte dich hier einer angreifen, darfst du dich nicht wehren. Wir müssen durch alles schnell durchhuschen. Okay?
du das? Ja, das schaffst du. Das ist doch schön. Ich habe auch vorhin auch so ein Kätzchen hier lang fliegen sehen. Über meinem Kopf. Das war auch interessant. Relativ flach über dem Wasser. Wir bringen die Kaula zurück. Wir haben ja jetzt dieses schöne Brückenhaus, wo wir ich die unterbringen können. Ich will allerdings natürlich trotzdem vorher nochmal eine kleine Runde mit der schwimmen. Ne? Das machen wir auf jeden Fall. So, da sind wir langsam wieder zu Hause. Wir müssen dann nur mal diese ganzen Megalodons wieder loswerden. Das ist echt ziemlich gefährlich hier. So, wo ist unser tolles Bauwerk? Da vorne ist es. Also ich lasse die Kaula da nicht, glaube ich. Obwohl, könnte ich natürlich. Sie hat ja keinen der hat auch einen Sauerstoffwert. Nee, ich lasse die da nicht. Das ist mir zu gefährlich. Du wartest mal kurz hier. Ich glaube, bis hierher kommen uns wahrscheinlich keine Megalodons hinterher. Ich bringe die hier mal schnell wieder in den Stall. Ups. Genau, du wartest da. Schuhe mal kurz aus. Das ist sonst ein bisschen unpraktisch mit der Lauferei. Ja. Und dann machen wir einfach gleich nochmal einen kurzen Ausflug mit ihr. Also ich glaube, es war ein Mädel dann mit dem Ichthyosaurier. Und dann bleibt uns nur noch ein einziges grün kibbeliges Tier. Also ne, der Gallimimus, der produziert und frisst auch grüne Kibbel. Das einzige Tier, was uns dann von denen noch fehlt, bevor wir dann mit der nächsten Stufe, nämlich den blau kibbeligen Tieren. Ja komm, ist mir jetzt egal, du bleibst einfach mal da. Bevor wir mit denen weitermachen. Ich werde wahrscheinlich mit dem Ichthyosaurier nie großartig irgendwelche Ausflüge machen. Der ist vielleicht ein bisschen schneller als der Dingsbums jetzt hier gerade. Aber dafür brauche ich bei dem ja dann auch immer wieder eine Taucherausrüstung. Also beziehungsweise... So, wir setzen uns da mal drauf. Ja, Leben braucht er auf jeden Fall. So, ich selber brauche vor allem das und das, falls wir doch mal absteigen. Du kriegst allerdings erstmal noch einen Namen. Ja, du bist ein Mädel. Schwupp. So, du heißt Elva. Keine Ahnung, ob man das so schreibt. Es gab früher so einen Kinderfilm, den ich glaube, 100.000 Mal gesehen habe. Ach, den habe ich wirklich geliebt. Daffy und der Wal hieß es. Daffy war irgend so ein Mädel, was unglaublich gut hören konnte und trieb irgendwie ständig so im Wasser rum. Und hat Walgesängen gelauscht und irgendwie auf der Blockflöte vorgespielt. Und die hatten aber auch so einen flippertypischen Delfin bei sich und der hieß Elva. Und ja, mit dem hat sie sich dann auch immer irgendwie beschäftigt. Gut, sehr schön. Ich freue mich. Ja, ich würde schon sagen, der hier scheint mir noch mal ein bisschen schneller zu sein. Aber wir haben schon gesehen, während unsere Kaula fast 3000 Leben hat, hat die hier nicht mal 1000 Leben. Das heißt, mit der ist also ganz, ganz schnell vorbei, wenn irgendwas sein sollte. Aber wie gesagt, die ist, glaube ich, noch mal ein bisschen schneller. Die wird natürlich genauso von allem angegriffen, aber unter Wasser wird ja alles von allem angegriffen, sobald es gezähmt ist. Also sobald die Dinge noch wild sind, nicht. Aber sobald es gezähmt ist, wird alles angegriffen. Was ich schon immer ein bisschen doof fand. Ich fände es auch nett, wenn die sich auch mal so untereinander ein bisschen bekämpfen würden. Aber das tun sie nicht. So, ja, nach wie vor bin ich absolut fasziniert von dieser neuen Unterwasserwelt. Die sieht einfach so, so dermaßen gut aus. Es ist so toll. Aber auch natürlich erheblich viel unübersichtlicher, als sie vorher war. Also vorher war das so einfach bis hier rum, der Boden war kahl, es gab halt nicht wirklich irgendwas zu sehen, irgendwas zu entdecken. Keine Nischen oder sonst irgendwas, bisher einfach mal nur deine langweiligen Runden geschwommen. Es gab eigentlich überhaupt gar keinen Grund, sich überhaupt im Meer aufzuhalten, wenn man nicht gerade auf der Suche nach schwarzen Perlen war. Aber inzwischen muss ich sagen, das ist wirklich ein super Meer geworden. Richtig, richtig toll. Ganz, ganz super. Ja. Genau, wir werden jetzt allerdings, wie gesagt, mit der jetzt hier nicht so irrsinnig viel machen. Wir haben ein paar Truthähne getötet. Also vielleicht, ja genau, ich wollte noch so ein Pullover. Das sind ja mehr als genug Truthähne. Ich glaube, ich fange mir einfach noch ein. Und ja, wir haben jetzt natürlich überhaupt gar keine Wishbones. Wahrscheinlich muss ich mir zwei fangen, es sei denn, einer hat gleich fünf dabei. Aber ich glaube, mehr als fünf haben die nie. Und dann stelle ich mir vielleicht noch mal so ein Pullover her. Dann haben wir wenigstens was Warmes für den Winter, was wir dann anziehen können. Und dann, wenn wir das geschafft haben, machen wir dann aber auch Schluss. Hier ist der Schatten von irgendwas Großem, aber ich sehe nichts Großes. Ich will jetzt nicht, dass es auf einmal vor mir aufblüht.
Mega cool. Okay, dann heißt es also erstmal wieder ab nach Hause. Ich glaube, irgendwas abbauen kann der jetzt auch nicht, oder? Nee. Der hätte mich jetzt auch gewundert. Ich kann mir vorstellen, dass es mit dem Dunkle Osteus jetzt zum ersten Mal so richtig Spaß macht und auch wirklich sinnvoll ist, einen zu haben, weil der war ja schon immer das Unterwasser-Farmtier. Es gab halt nur einfach nie irgendwas zu farmen unter Wasser. Gut, also ab nach Hause und dann töten wir hoffentlich doch nochmal so einen Truthahn. Ha, da steht sie jetzt. Ist es nicht wunderschön? Ich bin sehr, sehr stolz auf unser kleines Tier. Guck mal, wir können hier sogar selber auch stehen. Das macht sich wirklich hervorragend. Zack, in unserem kleinen Käfig. Sehr schön. So, Tür erstmal wieder zu. Hast du jetzt eigentlich ein Futtertrog-Symbol? Nee, das ist natürlich blöd. Aber so ist es nun mal. Müssen wir mal gucken, dass wir hier vielleicht irgendwo ein bisschen näher noch einen ranstellen. Aber jetzt erstmal nicht. Jetzt machen wir erstmal Licht an. So, dann machen wir das hier aus. Zack, wieder ein neues Tier dazu gekommen. Sehr gut, freut mich. Gut, dann suche ich mir nochmal einen Truthahn und wir benutzen unsere Falle. Da waren ja noch mindestens 2 oder 3 weitere. Und dann mache ich mir hoffentlich nochmal so ein Pullover. So, ich habe es gemanagt. Ich habe nochmal 2 besiegt. Der erste war wieder sehr anstrengend, weil so viel Zeug in der Nähe war. Auch ein anderer Truthahn. Der zweite war dafür wieder total easy peasy. Genau wie beim letzten Mal im Prinzip. Machen wir mal kurz auf Speichern. Also ich will es nicht beschreien, es ist schon seit ein paar Spielsessions nicht mehr zusammengebrochen. Beide Tiere hatten 3 Wishbones jeweils dabei. Deswegen haben wir jetzt hier die. So, welchen wollen wir denn? Also, nee, ich glaube den hier. Ich finde den, der sieht einfach wirklich sehr nett aus. Der ist allerdings, aber ist der neu? Ugly Turkey, nee, ich weiß nicht. Ja, die, wie gesagt, das ist mir zu teuer. Ich glaube, ich mache den. Und dann kann ich mir noch eins hiervon leisten. Zack. Sehr schön. Und dann haben wir gleich mal was anzuziehen. Was haben wir denn da? Ein Chibi Ammonit. Auch nicht schlecht. So, und hier haben wir unseren tollen Pullover. Der ist auch wieder, na, habt ihr gesehen, weg war er, weil er bei Cosmetics gelandet ist. Ich finde das richtig gut. Ich weiß ja nicht, ob das hier in irgendeiner Art und Weise eine begrenzte Menge gibt davon. Das weiß ich nicht. Wir ziehen das hier mal an. Okay, das sieht jetzt ein bisschen oll aus, weil meine Klamotten ziemlich kaputt sind. Weil ich ja so oft von diesen blöden Viechern getroffen wurde. Habe ich hier noch zufälligerweise irgendwie Polymer drin? Ja, ich habe tatsächlich noch, ja, aber so gut wie gar nichts. Gibt es denn irgendwas, was nicht so viel braucht? Hier, guck mal, den könnte ich vielleicht reparieren. Hide und Fiber. Fiber, Hide, Rinder mit. Dann müssen wir uns wahrscheinlich mal wieder, müssen wir mal anmachen. Repair. So, und damit haben wir nämlich kein Polymer mehr, also zumindest kein organisches. Und für den Gili brauchen wir tatsächlich mal wirklich organisches. Also ich bräuchte einmal 2, einmal 4 macht 6 und einmal 3 macht 9. Und der braucht nun keins. Okay, es ist nicht so wahnsinnig viel, was ich brauche. Eventuell habe ich ja auch noch irgendwelchen Technikkram, den ich craften kann. Mache ich dann irgendwann mal. Genau. Aber ich würde sagen, dass wir an dieser Stelle mit dieser grandiosen Falle, nicht Folge, auch mit der Folge am Ende sind, aber auch mit der Falle am Ende sind. Wie gesagt, die habe ich von Nooblitz, also mit Doppel-O geschrieben, wie der Noob. Der macht auch sehr schöne Arc-Videos und auch sehr viele schöne Erklärvideos. Er hat einen sehr, relativ trockenen Humor. Allerdings auch alles auf Englisch. Und ja, also normalerweise ist der Pullover nicht so dreckig. Der sieht jetzt nur so aus, weil er halt, weil das Teil, was sie unten drunter tragen, so kaputt ist. Ich würde allerdings sagen, mit unserem tollen neuen Ichthyosaurier, da bin ich sehr froh, dass wir den haben. Uns fehlt, wie gesagt, nur noch ein Gallimimus, dann sind wir durch mit Grün. Ist die Folge an der Stelle auch zu Ende. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen und ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Asa. Bis dann. Ciao, ciao. Kann man auch winken? Ja.